es hat meine Erwartungen total übertroffen. Ja, die Teamleistung war super, also das Hockey war mega cool, ich habe mega viel erlebt, wir hatten ein gutes Team, wir sind weit gekommen und auch schulisch und einfach, wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe, ja, hat mir mega gefallen. Auf der einen Seite ist halt ein grosser Unterschied, dass es sicher 12 Teams sind, die gegeneinander spielen. Man hat halt einfach eine viel größere Breite, es sind viel mehr Frauen, die dort Hockey spielen. Und so jedes Team hat echt 3 gute Linien und das fehlt halt da. Und darum ist das Hockey dort halt viel intensiver. Man muss jeden Match das Beste zeigen. Wir können am Nachmittag trainieren, dann genug Erholung für den nächsten Tag, genug Schlaf. Ja, man kann halt das ganze Jahr durch auch mit Video arbeiten, mit dem ganzen Team arbeiten. Und, ja, man ist eigentlich jeden Tag zusammen und kann sehr viel voneinander profitieren und lernen. Und das, über längere Zeit zahlt sich das halt aus. Ich tue mich auch gerne im Sommer mit dem Training gut vorbereitet auf die neue Saison. Und die Schweiz allgemein ist halt schon das schönste Land. Ich komme immer gerne zurück natürlich. Ja, und da ist es jetzt optimal halt, ja. Für mich ist schon wichtig, dass das Training hockeyspezifisch ist. Ja, und bin ich halt mega interessiert und ab der ersten Woche habe ich gewusst, ja, das würde mich optimal vorbereiten. Und ich habe das Gefühl, ja, ich bin so stark, schnell wie noch nie. Ich bin jetzt sicher noch 3 Jahre in Amerika, dort das Studium abschließen und Hockey spielen. Ja, nachher sind wieder die Olympischen Spiele. Natürlich ist das mein grosses Ziel. Wir wollen mit dem Team etwas erreichen. Und ja, für das müssen wir jetzt 3 Jahre hart arbeiten.